21. 21. Und was hat dich vom Islam überzeugt? Also ich muss zugeben, ich war anfangs gar nicht davon überzeugt. Ich bin Christin eigentlich. Mhm. Und ich habe jetzt seit fast einem halben Jahr einen muslimischen Freund und ich verstehe mich sehr gut mit seiner Mutter. Mhm. Und ich habe mich viel mit ihr darüber unterhalten, was mein Interesse sehr geweckt hat und habe mich dann auch mit vielen Leuten darüber unterhalten, habe auf eurer Seite auch sehr viel gelesen. Mhm. Und mittlerweile gibt es für mich nichts anderes mehr. Das heißt, du bist... Ich kann mich von nichts anderem mehr überzeugen und bin ganz sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Mhm. Du sagst aber Freund. Ja. Du weißt, im Islam gibt es außereheliche Beziehungen nicht. Ja. Es gibt nur die Heirat im Islam. Ja, davon war bei uns auf jeden Fall auch schon die Rede. Mhm. Da sind wir halt noch nicht so lange zusammen, wie gesagt. Und deswegen, also wir haben auf jeden Fall schon darüber geredet und wir wollen auch heiraten, aber nicht jetzt direkt, nachdem das erst ein halbes Jahr geht. Das finden wir ein bisschen früh. Und deswegen warten wir damit noch ein bisschen. Ja, aber es darf kein Geschlechtsverkehr geben. Nein, nein. Das wusste ich von Anfang an und daran halten wir uns auch. Und da bin ich auch ganz froh darüber, dass da jemand ist, der das auch alles so denkt wie ich. Und Alhamdulillah. Und ihr dürft euch nicht zusammentreffen, wenn nicht ein Dritter dabei sein. Ja, wir treffen uns meistens eigentlich nur, wenn sein großer Bruder dabei ist oder halt mit seiner Mutter zusammen. Mhm. Also wir sind eigentlich nie alleine. Das hat die Mutter mir von Anfang an erklärt. Mhm. Und ich war damit auch einverstanden, weil das ist nun mal das, woran die festhalten. Und ich, wie gesagt, halt mittlerweile auch. Und deswegen habe ich dafür vollstes Verständnis und mache das auch alles so mit, wie sich das gehört. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, dann machen wir das gemeinsam, inshallah, mit dem Glaubensbekenntnis. Du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ja. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Ja, dadurch bist du jetzt offiziell Muslimin geworden. Ich bin ein bisschen erleichtert gerade. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, das ist die Richtleitung, Schwester. Vielen Dank. Wir danken Allah, der dich richtig geleitet hat und möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam inshallah machen. Versucht mal gemeinsam inshallah den Islam zu praktizieren, damit Allah euch Segen in der Ehe geben wird. Und nicht vergessen, deine Pflichten nachzugehen. Alles, was Allah dir befohlen hat, als Muslimen zu praktizieren, damit du inshallah in diesem Leben zufrieden lebst und am jüngsten Tag inshallah für alle Ewigkeit im Paradies weilen wirst. Ich hoffe, dass ich das alles so machen kann. Inshallah. Ich bin ganz sicher, dass ich das hinbekommen werde. Wir sagen immer Inshallah. Inshallah. Denn Allah ist derjenige, der uns die Kraft gibt, dass wir aufstehen und beten und die Kraft gibt, dass wir ihn dienen können. Ja. Deshalb sagen wir immer Inshallah. Das heißt, nur wenn Allah will. Mhm. Und wenn Allah nicht will, dann passiert gar nichts. Okay, Schwester. Oh, vielen, vielen Dank. Ich bin richtig erleichtert gerade. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Schwester. Möge Allah alle Menschen hier in Deutschland zum Islam recht leiten, inshallah, damit sie diese Gefühle und diese Zufriedenheit im Herzen spüren können. Das hoffe ich auch. Für mich war es die richtige Entscheidung und ich glaube, es wird noch ganz viele andere geben, die das genauso sehen werden. Ja, das ist die beste Entscheidung deines Lebens, Schwester. Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass es so sein wird. Alhamdulillah, und das spürst du auch im Herzen. Ja, ich bin richtig erleichtert. Ich habe wirklich lange mit mir gerungen, weil es ist ja auch nicht so einfach, wenn man nichts anderes kennt vorher. Mhm. Aber ich habe mich so viel damit beschäftigt, habe so viel gelernt und war einfach auch der Meinung, ich möchte es nicht wegen ihm tun, sondern weil ich von ganzem Herzen daran glaube.
sonst habe ich nicht das Recht dazu. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich mir ganz sicher bin, dass es wirklich zu mir gehören muss und auch soll und dass es so bleiben soll. Und ich weiß ganz genau, dass es für mich die beste Entscheidung war. Alhamdulillah, Schwester. Alhamdulillah, wir sind stolz auf dich. Möge Allah dich befestigen in dieser Religion und dein Iman stärken und dein Herz mit Iman füllen, inshallah. Und aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam, inshallah, in diesem Land machen. Inshallah. Okay, Schwester. Also wenn Fragen gibt, bitte zögere nicht, uns anzurufen. Ja. Und wenn du möchtest, schick uns bitte deine Adresse, damit wir dir eine Koranübersetzung und die Sunna des Propheten zusenden können. Und ein Gebetsbuch auch dazu, inshallah. Mache ich das per E-Mail am besten bei euch? Ja, am besten per E-Mail. Ja gut, das werde ich machen. Alles klar. Weiß jetzt, auf jeden Fall. Weiß dein zukünftigen Mann jetzt von dieser Konvertierung? Nein, er weiß nichts davon, weil ich der Meinung war, dass er nicht denken soll, dass ich das wegen ihm mache. Das war für mich und damit ich damit glücklich sein kann. Und er wird das dann morgen, denke ich, auch erfahren. Ich werde mit ihm darüber reden und er wird sich bestimmt genauso darüber freuen dann. Inshallah, in 30 Minuten ist die Aufnahme auf der ersten Seite. Da kannst du ihn damit überraschen, inshallah. Ja, wann wird das so sein? Ich denke in 30 Minuten. Okay. Alles klar, Schwester. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, bitte, bitte. Assalamu alaikum. Einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dankeschön. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله